Die Heinz-Bosl-Stiftung ist heute eine der international renommiertesten Schulen für Ballettnachwuchs. Ihr Namensgeber, Heinz Bosl, ist längst Ballettlegende. Er war ein begnadetes Tanztalent, ein bayerischer Ballerino, der nicht nur die Herzen seines Publikums im Sturm eroberte, sondern auch von der Grande Dame des Balletts, von Margot Fonteyn, als Partner erkoren wurde. Seine glänzende Karriere verdunkelte aber ein persönliches Schicksal, eine schwere Krankheit. Bereits im Alter von 28 Jahren starb Heinz Bosl. Ein Jahr danach, 1976, erinnerte Percy Adlon in einer seiner sensiblen Reportagen für das bayerische Fernsehen an den großen Künstler. Und er ließ auch seine Partnerinnen zu Wort kommen. Allen voran Constanze Vernon, die die Heinz-Bosl-Stiftung später ins Leben rief. Er ist schon Legende. Diese Bilder entstanden im Oktober 1974, einen Monat vor seinem 28. Geburtstag, 8 Monate vor seinem Tod. Nur seine Mutter und sein Arzt wussten zu diesem Zeitpunkt, dass er unheilbar an Krebs erkrankt war. Er selber hat es nie erfahren. Genau, bei meiner Variation. Was hast du gesagt mit der Schere, mit der Hand? Mit der Hand. Du machst Schere. Diese, und mach mit der Moment, Hand. Halt, Schere, Schere, aber Hand muss fertig. Ja? Und Korpus ein bisschen zurück. Siehst du, das ist wieder dasselbe. Er ist schon Legende. Sie hat sich rasch gebildet aus seiner hellen Erscheinung, seiner Kunst, seinem frühen Tod. Aus guten Proportionen, der Begabung zu Fleiß und Disziplin, aus einem existenziellen Bedürfnis nach schöner Bewegung, der Lust auf Schönes überhaupt, entstand Tanz, entstand Glück. Auch der Lebende hinterlässt nur Erinnerungen. Der frühe Tod macht aus Erinnerungen Unvergessliches. Das viel schrecklichere Sterben ist für den Tänzer das Altern. Margot Werner, Heinz Bosls Kollegin und Gefährtin, nennt das als erstes, was ihm erspart geblieben ist. Die Enttäuschung, dass dann ganz junge Leute kommen, die besser sind, mehr Kraft haben, erspart geblieben. Unerhört viele Krankheiten, die wir alle haben, so wie Fußballer, Pferde, alle Leute, die im Hochleistungssport sind oder in der Kunst. Dass man also einsieht, eines Tages, das Knie tut nicht mehr so. Die Sprünge werden weniger hoch, sie werden weniger schön. Man kann sie dann mit sehr viel Können noch immer halten. Aber es ist halt einfach dieser Nachlass der Kräfte. Erspart geblieben, dass irgendwann einer gekommen wäre, wie es vielen passiert ist, der gesagt hat, wenn ich sie sehe, fällt mir nichts ein und dann weiß ich nicht, das gibt's, das ist also authentisch, der dann gehen muss oder der mit gekürztem Gehalt zuschaut, wie andere dann Hauptrollen tanzen. Also überhaupt diese ganze Tragödie des Altwerdens in einem Beruf, der eigentlich gemacht ist für junge Leute. Bis zuletzt lebte er im Elternhaus. Schlief in einem Zimmer mit seinem jüngeren Bruder. Sein Vater war Schriftsetzer. Die Mutti sorgt für mich, ich denke nur ans Tanzen, sagte Heinz Bosl einmal. Die Mutter? Wir haben nach dem Krieg in Dortmund 4 Jahre gewohnt. Und da war in der Nähe eine Rollschuhbahn. Und da sind wir immer abends so ein bisschen spazieren gegangen. Und er hat da immer zugeschaut. Und war immer hell begeistert. Und dann waren die Filme mit der Katharina Fallende. Und die hat er so verehrt. Und da war er so begeistert. Und er hätte auf Gott und die Welt verzichtet, wenn er nur Kinokarten bekam und er konnte da reingehen. Und dann hat er immer gesagt, ich will singen und tanzen wie die Fallende. Naja, wir haben gelacht und
man hat es gar nicht so tragisch genommen mit einem Kind mit 4, 5 Jahren. Also das kann man ja nicht so ernst nehmen. Aber dann hat er einfach nicht locker lassen. Nein, ich will das und ich möchte gern irgendwo anfangen und Schule machen. Und dann sagt mein Mann, ja, also wenn du so erpicht da drauf bist, dann das ist vielleicht nicht so einfach, hat er halt meint, gell? Also das musst du schon überlegen. Aber wenn du halt es willst, dann melde ich dich halt mal an in der Oper. Dann gibt es ein Kinderballett und dann ist mein Mann mit ihm reingegangen. Ja, also wir haben da im Mai Prüfung und ja, da waren 71 Schüler da, die sich da gemeldet haben. Nun, 21 haben sie dann genommen, war der Heinz dabei. Und ein paar Jahre später waren bloß noch 5. Mein Elternhaus war großartig, wunderbar. Sie haben so viel Verständnis gehabt für meinen Beruf. Ich konnte mit all meinen Sorgen zu meinen Eltern gehen und es war einfach, wir sind ein Familienclan, die ganze Familie. 6-jährig, 10-jährig. Hand und Ausdruck des 12-Jährigen. Da ist schon die lebhafte Freude an musikalischer Bewegung, die später so charakteristisch für sein Tanzen sein wird. Ein Musikstudium neben der Tanzausbildung hatte der Vater gefordert, der selbst gern musizierte. Er starb 1971, erlebte noch die ersten großen Erfolge des Sohnes. Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Familienclan. Für den 16-jährigen Eleven schien alles zu Ende, als ein, wie sich dann zeigte, gutartiger Tumor im Schienbein festgestellt wurde. Und es war sehr schwierig, weil der Tumor schon durchgefressen hatte, bis aufs Knochenmark. Das war unberührt. Und es war fraglich, ob er halt wieder tanzen konnte. Das wusste er? Nein, man hat es ihm nicht gesagt. Aber er hat jedes Mal zu mir gesagt, wenn ich jeden Tag gekommen bin, hat er immer gesagt, wenn ich nicht mehr tanzen kann, dann möchte ich nicht mehr leben. Und das war furchtbar. Und ich habe ihn dann heim nach 6, 8 Wochen und er konnte, hat ein steifes Bein. Und es war den Winter so kalt und dann bin ich immer mit ihm ins Thunderbad. Dr. Weger hat zu mir gesagt, fahren Sie mit ihm zum Schwimmen. Beim Schwimmen geht es besser, dass man das bewegt. Und bin ich immer mit ihm ins Thunderbad gefahren und zum Schwimmen. Und ich muss auch sagen, er hat da eine ungeheure Energie entwickelt. Er hat den Fuß Millimeter für Millimeter täglich immer ein Stückchen weiter gebogen. Und nach 7 Monaten hat er wieder angefangen zu tanzen. Das früheste Tanzdokument, der 19-Jährige im Bauernpas de Deux aus Giselle mit Heidi Högel. Heidi Högel, Heinz Bosels vielversprechende erste Partnerin, musste nach einem Sturz im Ballettsaal ihre Karriere aufgeben. Sie ist heute Lehrerin an der Münchner Ballettakademie. Eine ihrer 9-jährigen Schülerinnen über Heinz Bosel. Ich habe ihn 3-mal gesehen. 2-mal in Romeo und Julia und 1-mal in Giselle. Wo hat er dir am besten gefallen? In Romeo und Julia. Weil da hat er hat so gut mitgetanzt. Er hat so getanzt, als wäre er wirklich der Romeo. Und das hat mir am besten gefallen. Im Oktober 1974 antwortete Heinz Bosel auf die Frage, wie er sich sein berufliches Leben vorstelle, wenn er einmal nicht mehr tanzen könne. In einer Kompanie, Solisten, Leuten das weitergeben, was ich kann, Rollen. Das würde mich interessieren. Wenn Sie einen Sohn haben, soll er es auch machen? Wenn er Spaß dran hat, soll er es tun. Es ist nicht leicht. Sehr hart. Aber es ist schön. Was braucht man dazu, um Erfolg zu haben?
Talent und Glück, würde ich sagen. Ellbogen? Manchmal, ja. Härte manchmal, aber... Ich weiß nicht, ich kann es nicht definieren, was man braucht alles. Sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, viel, viel Talent und halt Glück und Ehrgeiz. Durchhaltungsvermögen. Manche Leute haben Talent und haben nicht die Kraft, es durchzuhalten. Sie sind labil. Man braucht innerliche Stärke. Auch hinzugehen und Training und Probe und noch mehr Probe. Bis zum Umfallen. Wehe Füße und noch mehr Probe. Das halten manche Leute nicht aus. Die springen dann ab und sagen, das ist nichts für uns. Obwohl sie talentiert sind. Funkelnd vor Spaß am Tanzen, der 22-Jährige als Mercutio in John Crankos Romeo und Julia Ballett. Der war ja für mich wegweisend. Irgendwo hat er mich entdeckt und gefördert und alle großen Rollen habe ich von ihm gekriegt und habe ihm so viel zu verdanken. Und es ist eigentlich jetzt so traurig, wir sind alles ein bisschen Waisen jetzt so ohne ihn. Also die großen Sachen, die ganz großen Sachen Schwanensee, haben Sie Romeo, Daphnis und Chloe, Eugen und Jägen, Widerspenstige Zähmung, alles gemacht, alles. Er hat mich mitgenommen nach Russland. Mit seiner Kompanie, mit Stuttgart. Noch einmal Mercutio, 1968. Ein Jahr später gab ihm Krenko den Romeo. Der früh verstorbene geniale Choreograf, der dem deutschen Publikum wieder Geschmack am Ballett machte, weckte in Bosel wie in so vielen die darstellerische Fantasie. Leichte Elevation, die Schönheit der Bewegungen, die unerhörte Werf, wie er auf die Bühne ging, dieses völlige, totale Geben, der also nicht um 4 Uhr gesagt hat, jetzt, ja, heute Abend habe ich Vorstellung und jetzt, ich weiß nicht, sondern der war in der Früh bereits nicht mehr ansprechbar, weil er gewusst hat, heute Abend hat er Schwanensee. Schwanensee, 1970. Constanze Vernon, Heinz Bosel. Das Paar. Constanze Vernon. Sein ganz großer Vorteil lag darin, dass er durch selbst durch schwerste Pas de Deux nicht seine Technik beeinflussen ließ. Er konnte nach dem noch so schweren Pas de Deux mit aller Leichtigkeit eine Variation tanzen. Und das ist sehr, sehr schwer. Denn das viele Heben geht auf die Sprungkraft, nicht? Ihm machte das gar nichts aus. Und er sah eben so zart aus und hatte so enorm viel Kraft. Und etwas, was noch ganz wichtig war in unserem gemeinsamen Arbeiten, wir hatten die gleiche Musikalität, also die gleiche Auffassung und das gleiche Gefühl für Musik. Und dadurch kam niemals ein Fehlgriff, weil wir ganz genau zusammen ansetzten eine Bewegung. Das war von vornherein so, das brauchten wir nicht zu erarbeiten. Sehr selten.
Eugen Onegin, 1972. Unterhalten über das Kartenspiel von Onegin. Allein nur über das Kartenspiel, und da hat er zu mir gesagt, es ist doch zu blöd, ich kann diese Kunststücke nicht, weißt, ich möchte so gern brrrr machen, dass die Karten alle so, oder ich möchte gern sowas machen, da gibt es so Sachen, wo man so, die machen doch so, das wird so eine lange Säule, da habe ich gesagt, du bitte, lass bleiben und lass das, das will ja keiner von dir, wenn dein Gesichtsausdruck stimmt. Und so, da haben wir uns unterhalten, oder wie er zum Beispiel den Brief, Moment, muss mal einen Schluck, das strengt mich so an. Wie er den Brief von Tatjana, also zerschmeißen kann, wegwerfen, ob er es hier hinwirft oder hier. Sie werden jetzt denken, das ist unerhört unwichtig, wie man sowas tut. Aber dieses ist dann Onegin und dieses war dann Heinz Bosl. Das Wissen um die Dinge und dass man einen Gang so gehen kann und dieses Wort, muss ich wieder aus dem Englischen borgen, Timing. Dass man nicht ganz hastig das ineinander, sondern setzen und Zeiten und Pausen lassen und das Gefühl haben, jetzt. La Fille mal gardée. Choreografie Frederick Ashton. Der tägliche Weg, am Pförtner vorbei, die langen kahlen Gänge entlang, morgens, mittags, abends, immer wieder. In München und ähnlich auf der ganzen Welt, ob in Paris, Santiago oder Ottawa. Keine Erlebnisreisen waren das, nur diese Türen, Gänge, Garderoben, die man nicht mehr sah. Man hatte nur die Tagesverfassung im Sinn, diesen Sprung, diese Drehung. Seit dem Kinderballett hatte man nur noch das im Sinn. Die Treue zu seiner Familie, zu seiner Freundin Margot Werner, zu seinem Münchner Theater umgab ihn wie eine schützende Mauer. Drinnen war nur noch der Tanz. Sah er in den leeren Zuschauerraum, spürte er die Rolle, den Beifall, die Musik und die ganze durch Schweiß, Verletzungen, Enttäuschungen und Erfolge verschworene Balletttruppe. Dann in der Gasse vor dem Auftritt, das Zerren der Nerven, bis man hinaus durfte, jedes Mal von Neuem die Angst. Dann schleuderte es ihn auf die Bühne, dann war nur noch diese heitere Ekstase im Tanzen, die Ovationen, das Glück. Heinz Bosels Garderobenplatz. Ein Opernstar würde nicht mit fünf anderen den Raum teilen. Für Tänzer ist das selbstverständlich. Wir sind nicht zimperlich, sagte Bosl einmal. Für den Eingeweihten heißt das 10 Jahre Ausbildung, extrem kurze Berufszeit, daran gemessen schlechte Bezahlung, eine ungewisse Zukunft und dann noch die Spießerschablonen vom Ballettvölkchen. Kümmert das einen, der vom Fliegen ohne Flügel träumt, der die einzige Befriedigung in der täglichen Selbstüberwindung findet, nach dem Schlaf die Trägheit besiegen, besser sein als gestern. Der Ballettsaal, der Probenraum. Hier ist die Werkstatt, hier werden die schönen Träume hergestellt. Unnachgiebig hier gezwungen, durch millionenfaches Kniebeugen, Beine heben, Füße strecken und das Öffnen des Körpers, das sie auswärts nennen. Heinz Bosl liebte das, nicht nur das abendliche Tanzen, auch die tägliche Pflicht, das tägliche Abrechnen mit sich selbst vor dem Spiegel.
Er liebte das und er liebte seine Kompanie. Wir haben eine wunderbare Kompanie hier, muss ich sagen. Ich arbeite sehr gern hier in München. Ein Aufstieg in einem Haus, vom Tanzschüler zum unangefochtenen Ersten, das kommt kaum einmal vor. Bei mir war es ungewöhnlich. Ich habe also vom Kinderballett alle Stationen durchgemacht. Eleve, Gruppentänzer, Halbsolist und Solotänzer. Am Haus. Und es ist so schön. Ich meine, ich tanze in Chicago und tanze in Washington und überall. Wenn ich hier auf die Bühne gehe und die Bühnenarbeiter kennen mich von so klein, die sagen, ja, unser Heinz, der macht's. Und es gibt so eine Wärme und so ein Gefühl von Geborgenheit und von glücklich sein. Das möchte ich wirklich nicht missen. Flirte und liebäugle mit ein paar Theatern. Aber im Grunde genommen ist mein Herz hier. Gislinde Skroblin, Anita Nitsch, Constanze Vernon und Heinz Bosl in dem von der Mutter gestrickten weißen Trikot. Es ist der Oktober 74 während der Probenarbeit zum romantischen Ballett Giselle. Der Prinz Albrecht war seine letzte Rolle. Die erste Begegnung. Hoffnung und Scheu. Prinz Albrecht verliebt sich in das Bauernmädchen Giselle. Antwortete Constanze Vernon auf die Frage, ob bei einem Tanzpaar die wechselseitige Spannung nicht über die Jahre nachlassen müsse. Das nutzt sich nicht ab, im Gegenteil, es wird, je öfter man zusammen tanzt, wird es immer stärker, weil man sich immer besser kennenlernt und die Schwächen des anderen. Es ist, wenn eine Ehe gut ist, dann ist sie lange gut. Als ich kam, war er noch Eleve. Er hat mit mir die erste Solopartie getanzt. Romeo war sein erstes abendfüllendes Ballett. Aber als ich kam, war er richtiger Anfänger. Aber immer schon so begabt. Das war nicht aufzuhalten. Das sah man schon, dass das also eine Rakete wird. Seine Variation im zweiten Akt Giselle. Das Bravourstück mit der gefürchteten Schlusspirouette. Thank you.
All right, just the last two. Dun, 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 dun. Dun, dun. Höchste Auszeichnung. Die ganze Kompanie hat applaudiert. Heinz Bosels Garderobenkollegen Ferenc Barbey und Stefan Erler. Also zwischen Garderobe und Ballettsaal ist ein wesentlicher Unterschied. Und was wir so im Ballettsaal so ernst gehabt haben bei einer Probe, das kam sehr lustig in der Garderobe raus. Da hat man sich dann entspannt, und dort war der Heinz kein Märchenprinz, sondern ein sehr lustiger Kerl, das muss ich jetzt schon sagen. Ob das es um eine Nachmachung eine Ballettmeisterin oder einem Choreografen ging oder einen Kollegen. Es war nie boshaft, es war immer sehr lustig. Er hat jemanden gesehen und konnte ihn nachmachen. Er hat eine Situation gesehen, wir konnten uns anschauen und er konnte mal genau sagen, was da ist, wie die Stimmung ist. Und er hat das unerhörtes Radar gehabt, er hat überall Antennen gehabt. Was hat ihn ausgezeichnet vor den anderen? Dass er auf alle Fälle, das sehe ich immer wieder, bei allen Proben immer das Letzte gegeben hat. Bis zur Endkonsequenz. Ich habe den Heinz nie bewusst markieren oder nur mit halber Kraft arbeiten gesehen. Er hat alle Proben voll und ganz ausgetanzt, als ob es auf der Bühne wäre. Prinz Albrecht findet nach langer Suche seine tote Geliebte im Reich der Feen. Sie muss ihn wieder verlassen, als der Morgen dämmert. Heinz Bosel. Nicht der Darsteller wurde zur Legende. Es war die mit zarter Melancholie gemischte Heiterkeit, die von ihm ausging. Es waren die Augen, die Anlass zum Träumen gaben. Es war die Lauterkeit, der helle Raum, der sich wie von selbst um ihn bildete, in welchem sich dann die enorme Ausdruckskraft von Constanze Vernon entfalten konnte. Was machen Sie? Wollen wir das drin lassen, den Kragel, oder werden wir das raus? Raus. Das ist besser. Was machen wir mit dem? Ja, was machen wir denn mit dem? Schneiden wir das ab? Ah, das kommt ins Trikot. Ah, das ist Trikot. Ins Trikot rein. Na, das ist doch mal professorisch. Jetzt haben wir einen Haufen dort, und das ist mein Lieber. Ein bisschen enger könnte es sein, Herr. Ja, mein Kuschel rein nochmal. Da herin. Ja, ein bisschen, dass ihr Teil hier habt. Ja, noch ein bisschen besser Teil. Es ist ja schon nichts ein Drama gegen mich.
das ist Fontaine. Ihr habe ich zu verdanken meine internationale Karriere. Sie hat mich überall. Wir haben zum ersten Mal in Berlin getanzt beim Festival Dornröschen. Und dann hat sie mich sofort mitgenommen nach Miami und Washington, San Francisco, Los Angeles und überall in Amerika. Und inzwischen sind so viele Tourneen geworden. Und wenn ich über sie spreche, kann ich nur schwärmen. Berlin, 3. Februar 1973. Dornröschen Pas de Deux mit Margot Fontaine. Margot Fontaine über Heinz Bosl. He was very, very intelligent. So when we were traveling together, we talked very little about ballet. He talked about all kinds of other subjects. He was very observant about people. Seine Intelligenz, nicht nur Ballettgespräche, alle möglichen Themen. The sort of funny side of people, but what I remember most is that he was never unkind. Seine Beobachtungs- und Nachahmungsgabe, scharf, aber nie roh, immer liebenswürdig. Margot Fontaine über Heinz Bosl, den Tänzer. Oh, I think he was a magnificent dancer, but most that he had this very unusual jump. Because he looked so light when he jumped, and he always looked to me as though he had difficulty to come down to the floor again. It was easier for him to go up than to. Ungewöhnlich seine leichten Sprünge. Es schien schwieriger für ihn, wieder auf den Boden zu kommen, als hinauf. People said, "Oh, what a marvelous dancer! I never saw somebody like that." Then he worked very, very hard. I mean, he was very serious about his dancing. Seine großen Erfolge. Harter, ernster Arbeiter, nie zufrieden mit sich. Beautiful pirouettes, and he'd say, "Oh, it's not right, it's not right." And he always was working. He never felt satisfied with his work. An äußeren Schauplätzen dieses kurzen Lebens ist nur noch das Häuschen am Münchner Stadtrand zu zeigen, in dem er aufgewachsen war. Er nannte es seine Sparbüchse, ließ es um- und ausbauen. Kurz nachdem Mutter und Sohn die Pläne dafür fertig hatten, erfuhr sie von der unheilbaren Krankheit. Das war ein Jahr vor seinem Tod. So musste mit dem für sie nun sinnlosen Bau begonnen werden, denn es stand fest für sie, dass er nichts erfahren sollte. Ich habe mit den Ärzten gesprochen, man möchte es ihm nicht sagen, denn ich glaube kaum, dass Heinz das ertragen hätte, die Wahrheit. Denn ich glaube, da hätten die Nerven doch nicht mehr gereicht. Und bevor er was sich antut, habe ich halt gedacht, dann lasst man es mal auf sich zukommen. Und Gott sei Dank habe ich es geschafft, dass er nichts wusste von dieser schweren Krankheit. Als Ballettbesucher, als Freund und als Arzt kannte der Chirurg Dr. Peter Wigger Heinz Bosl seit dessen erster Operation mit 16 Jahren.
ist ja selten so, dass man eine so persönliche Bindung an einen Patienten hat. Man macht sich als Arzt immer letztlich leichter, wenn man die Wahrheit sagt. Und man generell gesagt, glaube ich, dass man man unterschätzt die Leidensfähigkeit des Patienten. Sehr. Denn fast alle, auch von denen die Angehörigen oder man selber es nicht gedacht hat, wachsen dann über sich selber hinaus und sind in der Lage, ein Leiden durchzustehen, auch mit dem sicheren Tod vor Augen. Seine Mutter war absolut dafür, dass er nie etwas erfahren darf. Völlig berechtigt, sicher von ihrer Seite aus. Aber wir haben darüber geredet, ob man gerade ihm, der so bewusst lebt und eigentlich in seiner ganzen Wesensart ein integrer und heiler Mensch war, ja, ob man ihm diese letzte Selbstverwirklichung oder letzte Selbstbewusstwerden nehmen soll. Am 14. Dezember 1974 tanzte er zum letzten Mal mit Constanze Vernon den Onegin. Im Frühjahr 1975 kam er von seiner letzten Tournee zurück. Ich habe ihn dann erst wieder nach Amerika gesehen. Ah, also schon todkrank? Ja. Wussten Sie man sah es, man sah es. Nein, ich wusste es nicht. Gott sei Dank. Wir haben noch Giselle probiert und er hat mit einem übermenschlichen Kraft versucht, den zweiten Akt durchzustehen. Also, die Arme klappten ihm schon immer zusammen. Er sah kreidebleich aus, aber ich mag mich gar nicht erinnern. Sie haben dann mit ihm, wie er lag, die letzten 6 Wochen öfter telefoniert, gell? Ich habe fast jeden Tag mit ihm telefoniert, ja. Zu Anfang unwissend. Ich wusste nicht, dass er so krank ist. Einfach aus dem Bedürfnis heraus. Und dann hat es mir seine Mutter gesagt und dann habe ich versucht. Alles zu tun, was man noch tun kann, nicht? Ganz normal. Was haben Sie gesprochen? Was haben Sie erzählt? Er wollte immer alles Berufliche wissen. Er wollte alles wissen im Theater. Es hat ihm keine Ruhe gelassen. Er war so rührend, sagte immer, dass ich dich so lange alleine lassen muss. Und ich musste ihn also jeden Tag aufs Neue trösten und sagen, dass ich jetzt wirklich vollkommen unwichtig bin und dass es nur er gesund werden muss. Und er ließ sich Gott sei Dank wunderbar beruhigen im Gespräch. Er hat also auf dem Krankenlager weitergelebt im Ballettsaal? Nur ans Tanzen gedacht. Hat er noch von weiteren Partien gesprochen? Hat er sich irgendwelche Dinge gewünscht? Ja, widerspenstige Zähmung. Das war sein Ziel. Bis dahin wollte er wieder gesund sein. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Gibt es irgendetwas, was Sie über ihn sagen wollten? Er fehlt mir. Jeden Tag.